Der Anbau von Körnerleguminosen ist mit einer Reihe an ökologischen, ökonomischen und agronomischen Vorteilen verknüpft. Um diese jedoch voll auszuschöpfen, müssen passende Kulturen und Sorten für die jeweiligen Standortbedingungen gewählt werden. Diese wichtige Anbauentscheidung ist nicht immer einfach zu treffen und kann unterstützt werden durch wissenschaftliche Erkenntnisse von Feldversuchen. Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Brandenburg führt schon seit vielen Jahren Versuche zu Körnerleguminosen durch. Die Lupine hatte bisher in der Region Brandenburg mitunter die höchste Anbaubedeutung unter den Körnerleguminosen. In letzter Zeit wächst jedoch das Interesse auch an einer neuen Kultur, der Sojabohne. In diesem Video sprechen wir über Feldversuche zu diesen beiden Leguminosen mit Moritz Reckling und Kathleen Karges, die schon seit mehreren Jahren zu den Kulturen forschen. Wir stehen jetzt hier in unserem Feldversuch, den wir im vierten Jahr schon angelegt haben. In diesem Versuch vergleichen wir verschiedene Körnerleguminosenarten. Zum einen haben wir hier die blaue Lupine, die in Nordostdeutschland schon verbreitet ist und von vielen Landwirten erfolgreich angebaut wird. Daneben haben wir eine Besonderheit, die gelbe Lupine, die Sorte Taper, die sich im Moment nicht im Anbau befindet, aber ein hohes Potenzial hat, weil sie gerade für die sehr trockenen und sandigen Standorte sehr angepasst ist und auch eine Resistenz gegen Anthracnose besitzt. Und auf der linken Seite hier haben wir sehr schön zu sehen die weiße Lupine, zwei Sorten, die besonders geeignet sind im Speisebereich, wo es aber noch sehr viele Herausforderungen zu meistern gibt mit dem Anbau. Bei den Lupinen sieht man sehr deutlich, dass die gelbe Lupine, die wir hier sehen, die hat gerade schon die ersten Knospen, wie man hier sehr schön sehen kann. Es gibt auch schon die ersten Blütenansätze, gelbe Blüten. Ist sehr gut angepasst an die trockenen Bedingungen an unserem Standort. Sie ist sehr üppig, sehr gut aufgelaufen und hat eine sehr schöne Entwicklung bisher gemacht. Dagegen sieht man die blaue Lupine hier auf dieser Seite, hat leider sehr gelitten unter dem Blattrandkäfer, der hier sehr stark zugeschlagen hat. Aber nichtsdestotrotz ist auch hier die Lupine steht sehr gut da und wir können auch hier auf einen guten Ertrag hoffen. Hier sehen wir die weiße Lupine, die auch sehr gut vom Bestand her steht. Sie wurde auch sehr sauber gehackt zwischen den Reihen. Das ist auch der Unterschied zu der blauen Lupine, die wir eben gesehen haben, die in einer engen Reihe ist, die nur gestriegelt wurde. Die weiße Lupine hacken wir auf einem Reihenabstand von 50 cm und man sieht sehr schön, dass das auch erfolgreich war. Hier sind nur einzelne Beikräuter noch übrig und hier können wir uns auf ein gutes Wachstum einstellen, vorausgesetzt eben, dass wir noch genug Niederschläge in den kommenden Monaten auch bekommen. Wir haben in diesem Feldversuch auch bewusst eine neue Fruchtart integriert, die Sojabohne. Die haben wir jetzt seit 2014 hier im Anbau und konnten feststellen, dass sie über die verschiedenen Jahre, die ja zum Teil auch sehr trocken waren, gerade die letzten Jahre, aber auch in dem feuchten Jahr 2017, doch sehr gute Erträge erzielen konnte. In diesem Versuch untersuchen wir jetzt im Detail Sorten, die besonders für den Speisebereich interessant sind. Die ökonomische Analyse zeigte, dass Soja, das sich besonders zur Tofu-Herstellung gut eignet, einen Deckungsbeitrag von rund 600 Euro pro Hektar erzielte, die weiße Lupine einen etwa 80 Euro pro Hektar niedrigeren Deckungsbeitrag und die blaue Lupine mit rund 230 Euro pro Hektar nur knapp die Hälfte. Durch die Bedienung eines Nischenmarktes erzielt die weiße Lupine höhere Preise als die blaue, letztere ist jedoch auch weniger aufwendig im Anbau, da sie nur gestriegelt wird. Ich bin Doktorandin hier im ZALF und schaue mir im Rahmen meiner Doktorarbeit verschiedene Soja-Anbausysteme an. Und dazu gehört es auch, standortangepasste Sorten für die Region zu finden, mit denen ich dann auch arbeiten oder weitere Versuche planen kann. So haben wir neben dem Sojasortenversuch noch einen weiteren Versuch, zum Beispiel zum Soja-Anbausystem, in dem wir die positiven Vorfruchtwirkungen von Soja nutzen und die Auswirkungen auf die Nachfrucht untersuchen. Oder noch einen weiteren Versuch, in dem wir die Sojapflanzen unter extremen Trockenstress setzen und so Untersuchungen zur Trockenheitstoleranz machen können.
Eine Untersuchung, die ich zum Beispiel hier im Rahmen des Versuchs mache, ist der NDVI-Index. Das ist der normierte differenzierte Vegetationsindex. Anhand dessen kann ich den Erfolg der Impfung mit Rhizobienbakterien besser einschätzen und dadurch quasi die Versorgung mit Stickstoff. Wie wir gesehen haben, ist die Forschung noch mitten im Prozess, passende Kulturen und Sorten für die Region Brandenburg zu finden und untersucht dabei verschiedenste Parameter. Was sich jedoch jetzt schon festhalten lässt, ist, dass die Sojabohne auch eine vielversprechende Alternative hieß sein kann und auch in Vergessenheit geratene Lupinenarten wieder eine Rolle spielen könnten.